Und zu einer neuen Folge RimWorld. Und was machen wir jetzt eigentlich? Was ist unser Ziel? Meine Idee wäre es, mal so, wie heißen die denn offiziell? Pod-Launcher zu bauen. Und dann da Pods, Transport-Pods dran zu bauen. Und die kann ich dann mal zum Transport verwenden. Ich will aber auch, wenn wir jetzt hier mal auf die Karte gehen, da waren wir jetzt ja schon Fraktionen um uns rum. Ja, wir haben hier direkt Gegner um uns rum hier. Raccoon's Cave. Die sind hier. Haben wir sie? Gibt's hier gar nicht, aber wir können uns mal anschauen, was die machen. Und die dann auch angreifen, weil... Warum auch nicht? Bist du verletzt? Ah, du hast einen Stepscar. Da ist die kaputte Legendary Power Armor. Wir können die Verteidigung mal ausschalten. Dann würde ich sagen, wir bauen also so Pots. Da bauen wir so eine Station, wo wir die losschicken können. Und das würde ich einfach mal hier so reingraben. Weil wenn ich hier die Decke dann entferne, sollte das auch eigentlich funktionieren. Wenn ich jetzt hier mal mache so. Expand No Roof Area. Ich sag jetzt hier. Kann ich das gar nicht. Okay. Ich kann nicht einfach das Dach entfernen. Das ist ja irgendwie doof. Da muss ich es vielleicht woanders reinbauen. Jetzt fängt es an, hier wieder Dächer zu bauen. Können wir vielleicht... Wenn ich hier so ein Ding rausgrabe... Guck mal, was passiert. Ich wollte außerdem hier was bauen. Wie sieht es denn hier eigentlich mit... Show Roof? Okay, hier ist komplett... ein Dach drüber. Aber... ich brauche hier eigentlich kein Dach. Warum sollte hier ein Roof sein? Weil... bringt mir nichts. Dann kann ich nämlich hier... Furniture... Planting Pot. Plant Pot. Nicht Planting Pot. Jetzt haben wir 1100 Slate. So, das baut mal jemand. Das hier müsste Marble sein, oder? Ja, Marble. Baut das mal. Wenn man das Herr self-tamed, so ist es. Nein, du folgst niemandem. Herr. Raus. Ah, wir haben Silber gefunden übrigens, nicht Stil.
Okay, sie baut hier an der Power Armor. Das funktioniert. Ganz ehrlich, das Heer. Ich meine, ich kann es auch trainieren, aber ich habe eigentlich genug Tiere, die trainiert werden müssen. Deswegen wird es einfach eingeschläfert. Okay, Julian kümmert sich direkt drum. Tot. Sehr gut. Medicine 8, naja. Rita mit Medicine 5, naja. Auch nicht so der Hammer. Wir können mal unseren Pemmican-Vorrat ein bisschen erhöhen. Mal so ein bisschen was. Jetzt 300, das heißt auf, ansonsten machst du weiter. So. Hier machen wir mal Rosen rein, einfach, dass es ein bisschen anders aussieht. Denn hier unten rum? Cougar One. Wo ist er denn? Du stehst da raus. Wenn das hier eingewählt ist, können hier drin rumlaufen. Hier ist eine Mauer. So, und jetzt werden hier einfach immer mehr Räume ausgegraben. Ich werde jetzt wahrscheinlich jetzt auf irgendwas stoßen hier drin. Eine Mauer oder so, wo ich nicht drum rumkomme, aber dann ist es halt erstmal so. Warum hat Julian Tattered Apparel? Weil er wahrscheinlich so hart am Arbeiten ist. Wahrscheinlich habe ich eh genug Hosen, also das wird schon nicht fehlen, oder? Ja, ich habe genug Hosen. Ich habe auch hier richtig viel Devil's Strand. Ah, ich kann hier mal die Brauerei bauen. Was? Pork has run away in storage. Wahrscheinlich, weil ich einfach überhaupt keinen Platz habe. Also, wie wird Bier produziert? Wird es der Hopfen? Wird, glaube ich, gibt diese Brewery. Und die habe ich ja hier eh nicht und hier auch nicht. Deswegen kann ich hier dann da reinbauen. Und wenn es halt direkt nebeneinander ist, dann
Müssen sie es auch nicht so weit schleppen. Okay. Rita bringt den Tieren wieder viel bei. Jetzt steht hier einfach eine Mauer drin, okay. Tiere habe ich langsam genug. Ist hier noch irgendwo Fleisch außerhalb von dem Ding? Nö, ich sehe keins. Okay, das passt. Okay, er trägt schon wieder Sachen rum, das mag ich gerne. Da ist Hay und hier habe ich gesagt, soll es ja hingetragen werden, wenn es nicht da hingelegt wird. Okay. Stimmt, habe ich recht? Hay, genau. Oh, hier unten ist ein tolles Muffalo. Okay, das holt schon direkt jemand. Grab mal ein bisschen rum, Julian. So, Boden weg. Wie geht's denn bei seinem Mining 13? Oh ja. Der hat Spaß. Du bist, glaube ich, von dem Muffalo. Ne, Tortoise. Bitten out. Eieiei. Ist auch faszinierend, wie lange sie an dieser Power Armor arbeitet. Aber wenn ich zwei Leute mit einer guten Power Armor habe, ist das die halbe Miete. Können Sie schon mal anfangen, hier ein bisschen freizugeben. So. Dann wird es hier gleich unsere Brauerei. Was ist denn mit ihm los? Er wird nicht gezwungen, die zu tragen, oder? Julian, Worker, Worker. Irgendwie lädt es ganz schön lang. Worker, es ist gar nicht eingestellt, dass ein Worker nur 50% tragen soll. Andersrum, ich Idiot. So. Sieht er sich denn auch um? Sehr gut. Die fangen schon an zu bauen und Julian gräbt noch. Ich glaube, so langsam habe ich auch... Ah, ja, ich habe volle Steine. Und hier... Oh, kann ich ja mal wieder... Oh Gott.
komm, mach halt nochmal 1000 dazu. Wenn jemand langweilig ist, dann soll er das halt sich darum kümmern. Ich gucke wahrscheinlich relativ oft, aber wie läuft es bei Ihnen? Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz für Steine, das heißt, die räumen die nicht aus den Räumen raus. Eieiei, das ist natürlich blöd. Und jetzt entweder verbrauche ich sie einfach für irgendwas. So, wir wollten hier Production. Eine Brewery. Wo brauche ich die denn hin? Bauen wir sie mal hier hin. Und ich könnte ja noch hier so einen kleinen Kühlschrank noch dran bauen. Ich glaube, das mache ich auch. Das mache ich. Und dann kann ich hier so das Zeug ein bisschen lagern. Das wird nämlich auch sonst schlecht. Kommt die Hops in Wort rein. Was? Ich habe keine Components mehr. Naja, dann baut sie das Ding jetzt fertig und dann werden wieder die Components herangeschafft. Person, das kann ich schon mal freigeben. Hier kommt Clear All. Da kommt rein Plant Matter. Hops. Und wo ist Wort? Manufactured? Wart. Und haben wir mal Critical. Mal gucken. Sollte eigentlich passen. So. Den Boden bitte schön. Eine Wand rein. Ein Cooler dazu. Weiß sieht eigentlich cool aus, wenn ich so rum hinstelle. Schauen wir mal, ob das das wird. Hey, Chrissy, ihr sollt hier nicht kämpfen. Smokies sind zum Glück tot, da sind wieder welche. Shit. Julian hat welche produziert und schon fängt sie an, süchtig zu werden.
Hier, add bill, make ward. Radius. Kann ja verdammt klein sein. Do forever. Cooking. Wird das gemacht? Das ist schon mal geil. Und Furniture, Dining Chair. Auch bitte. Es braucht ein bisschen, bis es unroofed. So, wenn es hier drüben. Dann baut man da eine Tür rein, dann ist es nicht mehr unroofed. Okay. Ah, hier haben wir echt wieder Zeug draußen. Das Vieh zu jagen würde auch nichts bringen. Na, ist gut, dass du das hier mit dem Insect Meat machst. Zähmen. Doch hier Rose. Doch hier wollte ich eine Rose. So. Das heißt, hier wird sich dann bald jemand drum kümmern. Gucken wir nochmal, ob die auch die befüllen hier und dann da Bier draus machen. Weil davon ist schon einiges da. Jetzt müssen halt nur diese Steine mal langsam raus. Aber jetzt ist ja Platz, das ist schon mal gut. Julian hat Spaß am Crafting, obwohl er nur Crafting 4 hat. Julian, Craft, ah ja. Eigentlich reicht dir dann eine 3, weil Cleaning, Hauling wäre mir eigentlich wichtiger, als dass du irgendwelche Steine machst. Weil dann würde hier mal was passieren. Oh, ist jetzt noch gut geworden. Schade. Ja, ja. Ist ein bisschen blöd, dass die Meldung nicht verschwindet. Wenn sozusagen das Ereignis sich entfernt hat. So. Ein paar Drogen haben wir auch wieder. Aber es scheitert eigentlich meistens daran, dass sie es nicht hier runterräumen. Peter macht wieder Kunst. Wer ist denn fürs Kochen da? Guck, das macht alles Chrissy. Das heißt, auch die würde sich hier drum kümmern, dass aus dem Hopfen dann Bierwürze gemacht wird. Was sieht denn? Ah, jetzt geht's immer sogar darunter. Ah, und das Befüllen macht wohl jeder.
Können wir mal gucken, wie das so aufgeht. In der Menge. Wie viel lernt sie dadurch? Ja. Zeig mir noch, wie viel du lernst dadurch. Cooking. 9774 zu. Oh ja. Bisschen springt's. Aber besser als nix. Und ich glaube, ich brauche noch ein Licht in dem Raum. Farbiges Licht. Schöne Rotlichtkammer. Das sieht doch schön aus. Wir können auch, ist das eine große? Large. Stellen wir eine Skulptur rein, dann ist derjenige glücklich, der da am Bursteln ist. Genau, wir haben hier noch das Krankenhaus ausgebaut. Beziehungsweise muss jetzt nicht unbedingt ein Krankenhaus sein. Aber liegt halt nahe, ne? Da kann man in der Tür rein. Ist echt so glücklich und friedlich hier. Jetzt habe ich sogar gesagt. Das heißt, es kann nicht glücklich und friedlich bleiben. Oh, hier unten. Bisschen waffelos. Die verstecken sich hier unten im letzten Eck. Ich glaube, auch für die ist aktuell kein. Doch, es wird ein bisschen besser. Ich habe halt Unmengen an Insect Meat. Das heißt, ich mache hier doch mal Make Kibble. Meat. Es steht schon auf nur Insect Meat. Das müsste jetzt halt mal einfach wieder produziert werden. Aber das kriege ich nicht geendpaused. Selbst wenn ich Pause on Completion wegmache. Naja, es wird jetzt bald unter 350 fallen. Dann wird aus dem Insect Meat wieder was gemacht und dann verschwindet es hier aus dem Kühlfach. Kann man gucken, was für eine Temperatur das möchte? Nee. Komm, dann gib mir hier mal. Gib mir mal 0, ich will wissen, was passiert. Oh. Oh, minus 2, dann ist ja drin kühl. Und das hier oben ist, glaube ich, der Füllstand. Progress. Contains. Ja, das ist der Füllstand. Sieht es aus, wenn jemand anderen noch Kochen freigebe? Naja, Chrissy ist halt unschlagbar im Kochen. Die lässt lieber noch besser werden eigentlich. Okay, haben wir schon wieder volle Steine? Nee. Also wenn ich gepaust nicht mehr. Okay. Aber hier ist alles voll mit Zeug, das irgendwie hingeschleppt werden müsste. Check about components. Ach, und Julian im Crafting war eigentlich schon gut, weil der dann hier die Drogen gemacht hat. Genau.
Schnäpsen. Geldeinnahmequelle. Julian, der Drogenkoch. Auch wenn er da nicht so, nicht gar nicht interessiert ist. Er macht's halt einfach. Da habe ich noch jemand, der Crafting. Ich könnte Christine das noch ein bisschen machen lassen. Ich mein, warum lasse ich es Julian machen und nicht Christine? Denn Julian ist der, der die Medizin herstellen kann. Aber davon haben wir jetzt langsam echt genug. Erstmal. Oh, ist die Milch getrunken und hast dich vergiftet. Okay. Also, wir haben, kriegen jetzt bald Bier. Bier. Und was zu was passt zu Bier? Das, was ich jetzt gleich mache, nämlich Bett. Von daher, wie es hier in der Kolonie weitergeht und wann wir es doch endlich jetzt mal schaffen, unsere Nachbarn anzugreifen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.